grüne Walde ist wirklich grün und hat ringsherum Wälder. Felder natürlich auch, aber das Grüne ist das Besondere hier bei uns in Grünewalde. Die Anfänge des heutigen Lauchmaraner Ortsteils Grünewalde gehen bis 3000 Jahre zurück. 1929 und 2006 wurden im Bereich der Wehrstraße jeweils eine Ansammlung von Gefäßen aus der Bronzezeit gefunden. Diese sind im Rahmen einer Ausstellung anlässlich der 600-jährigen Geschichte von Grünewalde im Jugendclub Lauchstraße 11 zu sehen. Zum Auftakt der 600-Jahr-Feier wurde bereits am 21. April eine Kugelsilberlinde auf dem Vorplatz des Ortsteilzentrums gepflanzt. Dort konnte auch zum ersten Mal das eigens für diesen Anlass gebraute Festbier probiert werden. Richtig gefeiert wurde dann 3 Tage lang vom 11. bis 13. Mai 2018. Zur Festveranstaltung konnten die Organisatoren um Ortsvorsteher Reinhard Lanske und Heimatvereinsvorsitzender Dr. Siegfried Thomas allerlei prominente Gäste begrüßen. Natürlich auch Lauchhammers Bürgermeister Roland Polenz. Zum großen historischen Festumzug am 12. Mai kam dann sogar Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke vorbei. 55 Bilder wurden von den Grünewaldern aufwendig gestaltet. Die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes erfolgte am 11. Mai 1418 mit dem Namen Grünewalde. Nach Auffassung des Sächsischen Staatsarchives ist Grünewalde eine deutsche Ortsgründung. Dass der Ort gerade hier besiedelt wurde, ist der Tatsache geschuldet, dass ein Teich und eine kräftig sprudelnde Quelle vorhanden waren. Wasser spielte bei der Entwicklung von Grünewalde sowieso eine wichtige Rolle. Es gab 4 mit Wasser betriebene Mühlen. Es waren Getreide-, Schneide- und Ölmühlen. Im Mittelalter gab es im Finsterwalder Raum viele Pechhütten. Eine wurde Anfang des 16. Jahrhunderts auch in Grünewalde nachgewiesen. Beim Festumzug und in den offenen Höfen konnte man zu den Feierlichkeiten den Weg der Geschichte eindrucksvoll nachvollziehen. Fazit ist sehr positiv. Natürlich hat das Wetter auch mitgespielt. Ich bin so froh, dass so viele gekommen sind. Und die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, waren sowas von positiv. Aus allen möglichen Richtungen, sowohl aus den Grünewalder, von den Grünewalder Einwohnern, aber auch aus der Umgebung, aus Lauchhammer, aus den Nachbardörfern Staupitz oder aus Kostebrau. Wenn man da natürlich so eine Rückmeldung bekommt, dann freut man sich, dann vergisst man fast die ganzen Mühen, die man vorher hatte. 1999, 2005 und 2012 erhielt Grünewalde die Auszeichnung Naturparkgemeinde des Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft. Seit 2013 darf sich Grünewalde als erste Gemeinde Brandenburgs dauerhaft ausgezeichnete Naturparkgemeinde nennen.